bisschen mit deinen Gedanken. Das können wir besser, oder? Klar. Was war denn das jetzt? Ich würde es tollen. Wir haben gewonnen. Ich wusste es doch. Sag mal, kannst du mal aufpassen? Wenn du beim nächsten Mal rechtzeitig blockierst. Es gibt kein nächstes Mal. Ich spiele mit Raphael. Sorry, aber never change your winning team. Bleib besser bei Deutsch. Mit dem Englischen hat sie es nicht so. Haha. Ja, sorry, Leute, ich bin eh raus. Ich muss Lümmel ablösen. Hm? Miriam. Schade, ich dachte, wir würden noch in die Stadt gehen. Tut mir leid. Shopping? Ja, mein Outfit hält den Temperaturen nicht stand. Überraschung, wir haben Winter. Jedenfalls, kannst du mir trotzdem was leihen? Klar, hab ich dir doch versprochen. Viel brauchst du. Ach, weißt du was? Nimm am besten direkt die. Danke. Ich zahl's dir zurück. Doppelt und dreifach. Wenn ich mit dir fertig bin, dann wirst du keiner Frau mehr zu Leide kommen. Der Wolf, hey! Hey! Was ist denn hier los? Es reicht jetzt. Glaub mal nicht, dass du ungeschoren davon kommst. Dich mache ich fertig, du Arschloch! Wolf, es reicht! Ist alles in Ordnung? Ja, das war Herr Wolf. Dann weiß ich ja jetzt, womit ich das verdient habe. Womit denn? Ich bin mit seiner Tochter Marlene ausgegangen. Herr Wolf scheint etwas empfindlicher zu sein, was seine Töchter angeht. Kann man wohl so sagen. Ist alles gut? Schon gut, danke. Herr Wolf hat diesen Typen richtig vermöbelt. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, vielleicht hat er mitgekriegt, dass er was mit Marlene hatte. Wenn es um seine Töchter geht, versteht er keinen Spaß. Naja, die hat da noch keine reingehauen. Aber kurz davor. Was ist mit dir? Warum verbringst du hier deinen freien Tag? Hast nichts Besseres zu tun? Es soll Chefs geben, die sich über motivierte Mitarbeiter freuen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht tue. Und ich bin wirklich froh, dass du wieder hier arbeitest. Aber ich frage mich trotzdem, was mit dir los ist. Habe ich eigentlich nirgendwo meine Ruhe? Entschuldigung. Wollt ihr denn nicht auf die Nerven gehen? Okay, Hagen, wenn du es genau wissen willst, ich versuche mich hier abzulenken. Weil Olli einen neuen hat und meine Ehe komplett am Ende ist, okay? Ich dachte, ihr beide, ihr wollt ja, das nochmal. Ja, ich habe den Job in Brandenburg abgesagt, weil ich dachte, dass wir vielleicht noch eine Chance hätten. Aber? Ja, meinst du, ich will mir reinziehen, wie der die ganze Zeit mit irgendeinem Typen vor meiner Nase rummacht, oder was? Verstehe. Raphael. Unser spanischer Sonnenschein. Ist auch direkt bei Olli eingezogen übrigens. Was? Das ist aber... Das ist zum Kotzen, Hagen. Wenn du mich fragst, bei diesem Ding hier, hilft nur noch Gewalt. Richtig, da bin ich. Hallo. Guido, hallo. Ja, so jung habe ich sie mir gar nicht vorgestellt. Ja, so wirklich. Ja, genau. Also machen einen sehr guten Eindruck. Dankeschön, Dankeschön. Würde ich sagen. Genau. Paul. Hallo, Paul. Ja. Also wieder Dienstleistung, also das ist schon halt nicht ganz billig, ne? Das ist schon okay. Ich zahle alles, was du möchtest. Ich habe jetzt die Nummer von Ihnen und... Das ist perfekt so. Prima. Alles klar. Ja, ja, dann freue ich mich drauf. Ich auch. Ja, dann bis morgen. Fett ist selten nahrhaft, Baby. Es hat doch keine Vitamine. Pfoten weg. Ich will nicht, dass nachher so wenig da ist. Bei den Mengen? Findest du etwa, ich habe übertrieben? Also im Prinzip habe ich ja nichts dagegen, wenn ich euch ein bisschen beim Essen helfe und nebenher noch die Anstandsdame spiele. Obwohl, dafür ist es ja eigentlich schon ein bisschen zu spät. Hallo? Das wird kein Candlelight-Dinner-Date. Das wird ein stinknormales WG-Essen. Ach so. Und wen erwartest du noch? Also Dana hat sich bei ihren Eltern verschanzt und Andi... Wo ist denn der eigentlich? Sag mal, wollte Olli nicht für euch kochen? Kann sein. Mir war nicht so nach fettem Essen.
Das habe ich gesehen. Sag mal, meinst du, da ist was Amtliches mit diesem Raphael? Was fragst du mich das? Echt? Dieser Typ ist voll der Blender. Tada! Wow, endlich mal ein Mann mit Stil. Und ich dachte immer, Winterklamotten sind so unförmig und zweckmäßig. Aber wie man sieht, gibt's auch sexy. Das stimmt. Mal abgesehen vom Preis, der ist ja eher anspruchsvoll. Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Oh Mann, Olli hat wirklich ein Händchen für Schmierlappen. Vielen Dank auch. Doch nicht du. Aber kannst du dich noch an diesen Rob erinnern? Lieber nicht. Aber ich glaube auch, dass mit diesem Typen irgendwas nicht stimmt. Dieser Latino für Arme. Meine Rede. Ich habe ihn vorhin in der Stadt gesehen. Was denn? Wart ihr zusammen shoppen? Bestimmt nicht. Der hat sich mit so einem Schlipsträger getroffen. Das war schon merkwürdig. Ach, und jetzt meinst du, dass die beiden was miteinander haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ihm so einen Zettel gegeben. Krass. Ist das dann vielleicht so eine Callboy-Schmuddelnummer? Oh Mann, du musst das Olli erzählen. Dann heißt das bestimmt ganz schnell Hasta la Vista, Baby. Und dann kapiert Olli auch, dass ihr beide... Und es geht mich definitiv einfach nichts mehr an.